Damit hallo und herzlich willkommen zurück im Korsarennest. Wir sind wieder da, wo wir die Geschichte eigentlich gestartet haben. Ich habe mal eine kleine Runde durchs Nest gedreht, ein bisschen was eingepackt und wir haben zumindest... Oh, es ist eine Ratte respawned. Hallo Ratte. Wir haben jetzt zumindest mal eine Waffe, weil ich in der ersten Episode nicht gecheckt habe, dass wir in unserem Inventar einen Dolch drin haben. Kokosnuss. Oh, ein Lederbeutel. Wie viel ist der denn wert? 100 Gold, sehr schön. Jetzt haben wir schon 130 Gold, das ist doch schon mal was. So, jetzt gehen wir mal weiter rum. Ich muss nur mal aufpassen, weil hier ist, glaube ich, der Pirat um die Ecke, der mich erpresst. Und dem will ich jetzt nicht über den Weg laufen. Oh, Moment, dieser miese Abzocker, der steht direkt vor dem einzigen Weg, der da nach oben führt. Aber wisst ihr was, ich mache, ich gehe einfach außen rum. Und geht da zurück zum Piratenlager. Ne, nicht Piraten, sondern Korsarenlager. So, jetzt gehe ich erstmal hier zurück. Und guck mal, was wir hier noch so zu tun haben. Weil ich habe vergessen, oder ich habe gar nicht gemerkt, dass ich mit Mendoza gar nicht geredet habe. Ich bin einfach rumgelaufen und wollte eigentlich Mendoza direkt mal beklauen. Aber ich habe gar nicht gemerkt, dass ich in der letzten Episode voll verpennt habe, mit dem zu reden. Das heißt, das machen wir jetzt mal. Hier, glaube ich, mit euch habe ich schon angeredet. Aber ist es die Rüstung von Gomez aus Gothic 1? Ich glaube, zumindest dieser Fellkragen ist, glaube ich, die Rüstung. Und die Waffe, die hat, glaube ich, irgendein Pirat mal getragen im Piratenlager von Gothic 2. Kann ich hier Fleisch... Habe ich überhaupt Fleisch? Was brate ich denn eigentlich gerade? Ist es das Kokosfleisch, was ich da gerade brate? Muss ich mal kurz in mein Inventar reingucken. Was habe ich denn genau gerade gebraten? Ich habe nur noch 3 Kokosfleisch. Wo ist denn das gebratene Kokosfleisch hin? Ist das Kokosfleisch jetzt zu gebratenem Fleisch geworden? Ich glaube schon. Ich dachte, es ist vielleicht gebratenes Kokosfleisch, aber es ist... Es passt. Hauptsache, es halt ein bisschen mehr. Ich mache mal die restlichen 7 Fleischdinger da auch noch zu gebratenem Fleisch, weil die heilen halt richtig viel. Das war auch in Gothic 2 eines meiner Haupteinnahmequellen für verlorene HP. Gebratenes Fleisch. Aber ich glaube ansonsten, das könnte noch eine Kokosnuss sein. Ansonsten, glaube ich, sind wir hier unten schon fertig. Ja, überall liegen noch ein paar Kokosnüsse, das wundert mich nicht. Da werde ich mit Sicherheit auch ein paar übersehen. Aber ich werde mich im Korsarenlager auch einmal komplett umgucken. Ich werde jeden einzelnen Stein umdrehen. Aber für den Moment habe ich einfach noch nicht die Waffen dazu. Weil wenn mich irgend so ein Viech angreift, dann könnte ich halt echt schon Probleme haben. Das heißt, ich warte lieber mal, bis ich zumindest ein bisschen Waffen habe. So, was ist das hier? Ja, vielleicht sollte ich nicht ohne zu speichern in irgendwelche Höhlen reinrennen. Aber ich meine, ich sehe hier keine Viecher. Oh, Butlerfleisch. Hallo, Butlerfleisch. Auch eine sehr schöne Einnahmequelle für HP. Weil die heilen, glaube ich, relativ viel. Butlerfleisch ja halt immer noch 15. Das ist relativ viel. Oh, da hinten hängt irgendein Brief. Da werde ich wahrscheinlich nicht reinkommen, oder? Irgendwer muss mir Schlösserknacken beibringen. Oh. Soll ich da mal... Ich glaube, da springe ich mal runter. Warnung. Zeig mal her. Was hast du? Oh, Schatzkammer ist vor mir. Was habt ihr zu sagen? Zettel an der Tür zur Schatzkammer. Finger weg von dieser Tür. Derjenige, der versucht, in die Schatzkammer einzudringen, wird von mir ohne Gnade und Barmherzigkeit an die Alligatoren verfüttert. Und glaubt ja nicht, ich bekomme nichts davon mit. Ich habe meine Augen überall. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, ich sollte da nicht reingehen. Ich glaube, ich springe da mal kurz runter. Da unten werden wahrscheinlich Alligatoren sein, oder? Nicht? Ich dachte, vielleicht sobald ich in die Schatzkammer reingehe und wieder rausgehe, steht Mendoza direkt vor mir und schmeißt mich hier runter. Aber hier unten sind gar keine Alligatoren. Aber hier ist irgendwas anderes. Wo zum Teufel bin ich? Ach, Moment. Das ist... Ah, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Das da ist Mendoza seine Hütte. Ich gehe an die Schatzkammer momentan mal noch nicht ran. Er sagt schon, ich habe meine Augen überall. Das könnte bedeuten, der merkt es sofort, wenn ich da reingehe. Habe ich mit dir schon geredet? Nee, ich glaube noch nicht. Bin gespannt, wann dich der Captain als Sklave an die Orks oder Assassinen verkaufen wird. Nie, ich werde euch irgendwann wahrscheinlich alle umbringen. Aber momentan mit meinem Kutschwirt der Miliz traue ich mich das noch nicht. Okay, mit Mendoza habe ich noch nicht geredet. Aber ich glaube, ich habe momentan schon genug Kohle, um Essen für meine Kumpels zu kaufen. Aber ich muss hier noch klauen. Meine Finger, die jucken. Ich muss hier alles wegklauen. Spruchrollen, Lederbeutel, Tränke. Mein Gott. Okay. Hallo, Mendoza. Hi, Captain. Hallo, Captain. Verzieh dich, Jones.
Das war ein relativ langes Gespräch. Okay, mit dir habe ich schon geredet, gell? Ja, hi Sam. Jetzt brauche ich erstmal irgendwo Kohle. Corsair, mit dir kann ich wahrscheinlich gar nicht reden, oder? Mach hier bloß keinen Mist, du Penner, klar? Ich liebe Gothic. Jeder beleidigt dich einfach so völlig grundlos. Einfach nur verzieh dich, du Arsch. Hau ab, du Penner. Oh Mann. Wir brauchen was zu essen. Ich glaube, wo ist denn Joe? Ich glaube, Joe ist derjenige, bei dem ich das kaufen muss. Bist du Joe? Du bist Jerome. Hey. Bei dir kann ich nichts kaufen, oder? Oh, doch. Kannst du mir etwas verkaufen? Nun, viel habe ich nicht. Sieh dir an, was ich habe. Mach ich gerade. Okay, wir haben Wasser und wir haben Käse und wir haben Brot. Ich glaube, ich brauche 2 Wasser, 2 Brot und 2 Käse für meine Kumpels. 1, 2, 1, 2 und 1, 2. Ich habe genug Geld. Ich will aber ein bisschen was verkaufen. Flammenschutzring, ich behalte ihn lieber mal. Wer weiß, ob ich Schutz vor Feuer noch brauche. Das ist halt die Sache. Wenn man ein Spiel noch nie gespielt hat, weiß man halt nicht. Oder eine Mod noch nie gespielt hat, weiß man halt nicht, ob das noch nützlich sein kann. Ich behalte den Rest einfach mal. 1 Gold für eine Kokosnuss. Aber Moment, was ist denn gebratenes Fleisch wert? Gebratenes Fleisch ist auch nur 1 wert, okay. Alles klar. Dann brauche ich hier erstmal nichts zu machen. Ich würde mal sagen, wir könnten eigentlich direkt zurück zu unseren Kumpels gehen, oder? Und könnten denen mal was zum Futtern geben. Oh, er ist jetzt aber fast alleine. Was passiert denn, wenn ich speichere und neu lade? Vielleicht gucken die dann in die andere Richtung. Vielleicht kann ich die dann beklauen. Nee, Mendoza schaut immer noch in die Richtung. Ja, da wird nichts gehen. Ich werde den noch beklauen. Wartet's nur ab. Ich beklaue den noch. Aber noch nicht jetzt. War ich da unten schon? Wer ist denn das? Den kenne ich noch gar nicht, den Typen. Ich glaube, da unten war ich noch nicht. Aber wie komme ich denn da runter? Komme ich da runter, ohne zu sterben? Oh Gott. Sowas sollte ich vielleicht nicht mehr machen. Jetzt könnte es sein, dass ich feststecke. Das passiert im Gothic manchmal, dass man so zwischen zwei Felsen da hängen bleibt. Da komme ich auch meines Wissens nach nicht mehr raus. Kann ich ich kann zumindest neu laden. Aber ich komme da runter. Ich will da irgendwie runter. Ich will wissen, wer dieser Typ ist. Jetzt hänge ich schon wieder in dieser Klippe fest. Ja, das passiert manchmal. Ich guck mal, ob er da von alleine wieder rauskommt. Ansonsten springe ich einfach mal einen Ticken weiter. Nee, ich glaube, ich hänge wieder fest. Je nachdem, wie lange das noch dauert, kann es sein, dass ich meine ganzen Fehlversuche einfach mal rausschneide. Aber ich sage, jetzt funktioniert's. Nee, immer noch nicht. Ich komme da runter, wartet's nur ab. Und da bin ich auch schon. Ich habe nur ein bisschen warten müssen. Ah, das kommt mir so unglaublich bekannt vor. Hier war ich doch schon, oder? Gott, ich sehe überhaupt nichts mit dem ganzen Gemüse hier. Ich war hier doch schon. Moment, wer bist du denn? Ach, du bist nur normaler Corsair. Mit dir kann ich, glaube ich, nichts machen. War ich da unten schon? Ja, natürlich war ich da schon. Das ist... Na sicher, da war ich schon. Okay, tun wir mal so, als wäre das... Irgendwer hat gerade irgendwas gesagt. Ich könnte mir sowas nicht erlauben. Oh, da liegt Gold. Hallo Gold. Okay, ich glaube, die ratschen nur. Ich dachte, irgendwer greift gerade irgendjemanden an. Aber ich glaube, alles in Ordnung. Ich muss nur aufpassen, weil das könnte nämlich Snipes sein. Nicht Snipes, sondern nur Snipe. Und Snipe will Geld von mir. Und ich werde ihm aber kein Geld geben. Das heißt, ich werde mal schauen, ob ich an dem vorbeilaufen kann. Oh, hallo Ned. Und mit dem anderen mal reden kann. Mit dir habe ich noch nicht geredet. Hi Joe. Hallo Joe. Jones, was willst du? Nichts. Geld, Waffen, Frauen? Das geht dich einen Dreck an. Entschuldigung. Verschon mich gefälligst mit deinem Gequatsche. Wenn du zumindest genug Gold in deiner Tasche hättest, hab ich. Dann könnten wir handeln. Aber so... Zeig mal, was du hast. Vielleicht habe ich ja genug dabei. Kann ich mir mal deine Waren ansehen? Zeig her. Na gut, von mir aus. Kannst dir ja anschauen, was ich so habe. Jo, danke. Dann zeig mal her. Handeln, Rüstungen ansehen. Zeig mir deine Waffe. Zeig mal her. Gut, aber verschon mich gefälligst mit deinem Gequatsch. Ist ja gut, sorry, ich wollte nur freundlich sein. Er hat auf jeden Fall relativ viel Wasser, aber bei dem bezahle ich genau dasselbe wie beim anderen. Das hätte also keinen Unterschied gemacht. Ein paar Dietriche könnte ich mir auch kaufen. Aber ich habe momentan einfach die Kohle dazu nicht. Ach, wobei, einen Dietrich kaufe ich mir mal. Ja, das passt schon. So, was ist mit Rüstungen? Du verkaufst doch auch Rüstungen. Kann ich sie sehen? Zeig mal her. Gut. Aber verschon mich gefälligst mit deinem Gequatsch. Ganz netter Typ. Okay, was haben wir denn? Abend 750. Abgenützte Schürverkleidung, Sträflingsbuttlerhose, Abend 750 Gold. Das ist teuer.
Hi Ned, kann ich dir was zu essen geben? Hey du. Nee, kann ich nicht. Dann muss ich das Zeug wahrscheinlich dem, wie heißt da, Hack oder Hook, eins von beiden, muss ich ihm das wahrscheinlich geben. Weil ich glaube, ich habe alles, oder? Es hieß einmal Brot, einmal Wasser und einmal Käse. Und das alles halt mal zwei für ihn und Ned. Ich habe das. Genau, ja. Endlich. Ich wäre sonst noch gestorben. Kein Problem. So schnell geht das nicht. Jetzt rede nicht lange, sondern gib mir endlich mein Essen. Ja. Nets Anteil kannst du mir übrigens auch gleich geben. Ja. Ich gebe es ihm danach. Ich hätte es ihm gleich geben können. Ich weiß nicht. Nachher isst du vor lauter Hunger auch noch seinen Anteil weg. Hey Jones, was soll jetzt diese blöde Anmache? Traust du mir sowas etwa wirklich zu? Nein, jetzt beruhig dich doch wieder. War doch nur ein Witz. Hier hast du den Kram. Gut. Und damit du siehst, dass ich mich beherrschen kann, werde ich nicht jetzt, sondern später etwas essen. Okay. Jetzt reg dich ab, Huck. Ist ja nicht meine Schuld, dass es uns so mies geht. Ja. Ich weiß, Schuld hat allein Mendoza. Wir werden von ihm und seinen Korsaren wie der letzte Dreck behandelt. Naja. Leider. War eine blöde Idee von uns, sich den Korsaren anzuschauen. Ihr wärt sonst gestorben. Du sagst es. Aber jetzt ist es zu spät. Naja, sie waren auf dem Wasser und wären wahrscheinlich gestorben, wenn sie sich nicht angeschlossen hätten. Also war es die einzige Möglichkeit. Nichts ist zu spät, Huck. Wenn es nach mir geht, können wir noch heute abhauen. Ich wäre dabei. Und Ned sicher auch. Es gibt nur leider ein Problem. Die Korsaren. Du sagst es. Mendoza würde uns eher an die Alligatoren verfüttern, bevor er uns gehen lässt. Genau. Schließlich kennen wir die genaue Lage seiner Insel. Und das könnte ihm gefährlich werden. Die Paladine von Mutana würden demjenigen, der ihnen Mendozas Versteck zeigt, ein ganzes Fass voll Gold als Belohnung geben. Wahrscheinlich. Darauf zu träumen. Uns würden die Paladine nicht ein Fass mit Gold zur Belohnung geben, sondern eiserne Fesseln. Möglich. Und die können wir dann tragen, bis wir die Kolonie von Corinnes erreichen, um dort in den Minen zu schlafen. Das ist gar nicht so schlecht. Schließlich waren wir Sträflinge, Jones. Vergiss das nicht. Das vergesse ich ganz bestimmt nicht. Bin froh, dass wir damals noch rechtzeitig aus dem Kerker von Tamora entkommen konnten. Ja. Sonst wären Ned, du und ich sicher noch eines Tages in der Minenkolonie gelandet. Das ist gar nicht so schlimm. Ich frage mich langsam, was schlimmer ist. In der Minenkolonie zu schuften oder von den Korsaren wie Dreck behandelt zu werden. Naja. Wenn wir Pech haben, werden wir eines Tages noch als Sklaven an die Assassinen verkauft werden. Und dann... Tot. Hast recht. Wir müssen abhauen. Und zwar so bald wie möglich. Die Frage ist nur wie. Tja. Frag doch mal Ned. Vielleicht hat er ja eine Idee. Mach ich. Möglich. Ich werde ihn mal fragen. Ich weiß nicht, ob ich das... Wo steckt Ned eigentlich? Das weiß ich. Ich frage ihn trotzdem, wo er steckt, obwohl ich schon weiß, wo er ist. Wo steckt Ned eigentlich? Keine Ahnung. Er ist kurz vor Sonnenaufgang aufgestanden und sagte nur, dass er sich mal die Füße vertreten wollte. Dann ist er aber schon lange weg. Wo kann er nur sein? Ich habe ihn gerade gesehen. Keine Ahnung. Du wirst ihn wohl suchen. Ja, ich weiß, wo er ist. Kein Problem. Hey, warte mal. Wir brauchen doch Gold, nicht wahr? Ja. Ach, was du nicht sagst, Huck. Wäre ich nie darauf gekommen. Jetzt bleib mal ernsthaft. Ich habe eine Idee, wo man vielleicht welches bekommen kann. Sag an. So? Wo denn? Zwischen den Inseln soll doch auf dem Meeresboden das Wrack von einem Schiff liegen, das mal die Korsaren versenkt hat. Das kann sein, ja. Ja, stimmt. Das Schiff war von der Handelsroute abgekommen und hatte dabei das Versteck der Korsaren. Kann sein, ja. Und daraufhin hat es Mendoza angegriffen und versenkt. Da ist doch bestimmt etwas... Bestimmt, ja. Möglich. Aber man muss ein sehr guter Taucher sein. Na schön. Ich kann das ja mal probieren. Ja. Das Problem ist nur, ich bin kein guter Taucher. Schwimmen ist in Gothic nicht so einfach. Ich werde es natürlich probieren, weil meine Neugierde würde mich umbringen, wenn ich es nicht probieren würde. Ich werde es auf jeden Fall probieren, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ich glaube, Korsarennest spielt vor Gothic 1. Das bedeutet, die Barriere gibt es immer noch und da ist auch momentan noch nicht wirklich was passiert. Das heißt, die Barriere wurde benannten Held noch nicht gestürzt. Das heißt, die Barriere läuft immer noch. Okay, hallo Ned, schön, dass du da bist. Wo ist denn das Schiff eigentlich? Ich sehe es, das ist wahrscheinlich das Schiff da hinten. Vielen Dank, lieber Renderer, für die erhöhte Weitsicht. Hi Ned. Das ist kein Geheimnis. Willst du mir denn nicht sagen, was los ist? Na schön, bevor du mich noch weiter nährst. Entschuldigung. Also, was ist? Ich habe meinen Ring verloren und kann ihn nicht mehr wiederfinden. Okay. Wie, dein Ring ist weg? Keine Ahnung, etwa der Ring, der deinem Vater schon gehörte? Ja, genau. Erzähl der. Nichts. Ich kenne sowas. Dieser Ring ist ein altes Familienerbstück und so eine Art Glücksbringer. Soll ich den jetzt suchen? Naja, hat dir aber auch nicht viel genützt. Du bist trotzdem im Knast von Tamora gelandet. Auch mit Glücksbringer. Wir sind aber auch glücklich wieder von dort herausgekommen, Jones. Ja. Kann man also sehen, wie man... Ja, stimmt. Na und?
Dafür bist du aber jetzt auf dieser von Innos verlassenen Insel gelandet. Aber noch im Leben. Das stimmt. Aber wenn ich den Ring hätte, dann würde ich bestimmt auch wieder von hier wegkommen. Möglich. Gut, dass du gerade beim Thema bist. Darüber wollte ich gerade mit dir sprechen. Huck und ich würden gerne von hier abhauen und... Tut mir leid, aber bevor ich nicht meinen Ring wieder habe, will ich mir über sowas überhaupt keine Gedanken machen. Das dachte ich mir. Aber das ist doch jetzt Quatsch, Ned. Wir sollten lieber jetzt unsere Flucht planen. Vergiss es. Ohne meinen Ring werde ich nicht von hier fliehen. So viel ist schon mal ja, klar. Ja, das dachte ich mir. Okay, wo hast du denn den Ring verloren? Ich suche ihn. Ich kann alles finden. Wo hast du denn den Ring verloren? Auf der großen Nachbarinsel. Oh. Ich muss ihn verloren haben, als ich auf die Berge dort geklettert bin. Alligatoren. Was? Ausgerechnet auf dieser Insel? Ja. Da wimmelt es ja von Kriegen. Nein. Was wolltest du denn da? Ich wollte mir etwas Gold verdienen. Aber darüber reden wir vielleicht später. Oh Gott. Sag mal, könntest du den Ring für mich suchen? Vielleicht hast du ja schärfere Augen als ich. Muss ich wohl. Na gut, ich kann mich ja mal dort umsehen. Vielleicht finde ich ja deinen Ring. Da ist die Insel. Ich danke dir, du bist ein echter Freund. Ja, ja. Nun, nicht ganz. So eigennützig bin ich jetzt auch nicht. Du musst mir schon etwas hierfür geben. Hätte ich mir ja denken können. Aber in Ordnung. Gold, Frauenmacht. Ich habe mal bei Joy einen Heiltrank gekauft. Sozusagen für den Notfall. Gib. Den bin ich bereit, dir abzutreten, wenn du mir meinen Ring wieder beschaffen kannst. Abgemacht. Das heißt, ich muss auf die Nachbarinsel, wobei ich sie mehrere Nachbarinseln. Das heißt, ich muss auf eine Nachbarinsel mich durch jede Menge Viecher durchprügeln und alles, was er mir dafür gibt, ist ein Heiltrank. Aber gut, ich beschwere mich nicht, weil wir haben halt nichts. Was soll er mir auch groß geben? Ich kann ja nicht erwarten, dass er mir ein Fass voll Gold in den Rachen wirft. Aber gut, bevor wir darüber gehen, werde ich kurz pennen, weil ich glaube, dass es gerade Nacht wird und ich werde mich in der Dunkelheit mit Sicherheit hier nicht umgucken. Die Frage ist... Moment mal, da habe ich noch andere Optionen gesehen. Halt, ich muss noch mal kurz in das Menü da reinschauen. Da habe ich noch irgendwas anderes gesehen, glaube ich. Bis 15 Uhr schlafen, bis Mitternacht, bis 3 Uhr und das ist auf jeden Fall neu. Okay, wie auch immer. Kann ich momentan... vielleicht hat es irgendeinen Sinn, wer weiß. Ich denke, wir schwimmen jetzt mal darüber. Wobei... Das sind mit Sicherheit noch heftigere Viecher als nur ein paar... Als nur ein paar Ratten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen sollte. Die andere Frage ist, was kann ich machen? Ich habe kein Gold. Ich könnte die Schatzkammer versuchen auszuräumen. Aber ansonsten, ich habe nicht wirklich Gold. Das heißt, was könnte ich groß machen? Ich kann mir keine Rüstung leisten. Ich gehe zum Schiff. Das mache ich jetzt. Ich schwimme jetzt rüber zu dem Schiff und versuche das Schiff da hinten auszuplündern. Vielleicht funktioniert das. Aber wie gesagt, Schwimmen ist in Gothic nicht ganz so einfach. Es ist also ganz gut möglich, dass es schwierig wird. Weil vielleicht ersaufe ich, aber glücklicherweise gibt es Schnellspeichern und Schnellladen. Ich habe also keine große Sorge, was das angeht. Der Sonnenaufgang über der Kosaneninsel. Schön, schön. Da ist das Schiff, Leute. Kann ich da runter? Vielleicht sollte ich mir, wenn ich schon mal hier bin, noch ein paar Kokosnüsse knacken. Moment. Ein paar Kokosnüsse knacken und noch ein bisschen Fleisch machen. Weil man kann halt nie wissen. Das heißt... Ach, wobei, unter Wasser wird mich schon nichts angreifen. Hoffe ich mal. Wahrscheinlich gehe ich jetzt dahin und mich greift irgendein Hai an. Egal. Im Wasser kann ich eh nicht kämpfen. Also wenn mich was angreift, bin ich so oder so tot. Die Frage ist, was ist das denn für eine Insel? Ich glaube nicht, dass das die Nachbarinsel ist, die er meint. Ich bin mir fast sicher, dass das die Insel ist, weil die näher an meinen beiden Kumpels da dran ist. Aber was ist denn das für eine Insel? Da werde ich mich auf jeden Fall umgucken. Aber für den Moment ist das, glaube ich, das Schiff, was er gemeint hat. Die andere Frage ist, kann man unter Wasser überhaupt looten? Ich meine, da liegt schon was. Aber ich wusste gar nicht, dass man unter Wasser überhaupt looten kann. Ich dachte, es geht nur, wenn man läuft. Aber ich denke, das werden wir gleich rausfinden. Moment, ich sehe schon direkt unter mir irgendwas. Direkt, könnt ihr das sehen? Direkt vor mir. Ist das ein Schwert? Was ist denn das? Okay. Kann ich das looten? Das müsste direkt hier irgendwo liegen. Hä, bin ich blind? Hier lag doch was, oder? Jetzt kann ich es nicht mehr sehen. Ab nach oben. Ich will hier nicht ersaufen. Ich hätte schwören können, dass da was lag. Jetzt ist es weg. Vielleicht war das nur... Seht ihr das nicht? Direkt vor mir... Ach, das sind wahrscheinlich nur ein paar Algen. Weil direkt ist vor mir... Ich weiß nicht, wie es mit der Qualität auf YouTube dann aussieht. Aber das sieht aus, als wäre das ein Schwert, was da liegt.
Ah, das sind wahrscheinlich nur irgendwelche Algen. Okay, das ist wahrscheinlich nichts. Okay, was haben wir denn noch so? Da unten liegt auf jeden Fall irgendwas. Direkt unter mir. Okay. Tief Luft holen und... Oh Gott. Da schnürt es mir direkt den... Da schnürt es mir direkt den Hals zu, wenn ich nur dran denke, so tief zu tauchen. Okay. Ich kann aber nichts looten hier unten. Okay, ich muss schon wieder hoch. Wisst ihr, was ich probiere? Ich tauchte jetzt noch ein paar Mal öfter runter. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen... Oder ich weiß nicht, ob man unter Wasser wirklich looten kann. Aber ich probiere noch ein paar Mal da nochmal runter zu tauchen und vielleicht irgendwas da zu finden. Vielleicht gibt's da was. Oder vielleicht ist es auch gar nicht das Schiff, was er gemeint hat. Egal, ich werde es rausfinden. Lass mich noch ein paar Mal runtertauchen, weil es kann jetzt eine sehr, sehr lange Zeit dauern. Ich werde jetzt noch mindestens 5 oder 10 Mal runtertauchen, um wirklich ausschließen zu können, dass es da wirklich nichts gibt. Aber was ich euch bereits jetzt... hundertprozentig schwören kann, da liegt ein Lederbeutel direkt vor mir. Da muss ich doch irgendwie rankommen, oder? Das muss doch irgendwie möglich sein. Aber ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man unter Wasser looten kann. Ah, ich muss einfach drüber laufen. Also laufen, drüber schwimmen. Ah, jetzt check ich's. Und ich habe einen neuen Tagebucheintrag gekriegt. Den werde ich sofort mal lesen. Wo ist denn mein Tagebuch? Ich habe die ganzen Tastenkombinationen, die vergesse ich meistens. Verlorener Ring. Okay, ja, das ist die Quest. Auf dem Nachbarring, er bat mich, diesen zu suchen. Das Wrack. Glück muss man haben. Ich habe bei dem Wrack tatsächlich einen Beutel mit Gold gefunden. Aufs Maul, die Flucht, was zu essen, Lehrer und Händler. Okay, den Rest brauche ich noch nicht. Die Frage ist, gibt es hier noch irgendwas anderes? Ich tauche noch kurz 3-4 Mal runter, um auszuschließen, dass da wirklich nichts mehr anderes ist. Also ich bin jetzt noch ein paar Mal runtergetaucht, konnte aber ehrlich gesagt nichts mehr finden. Vielleicht gibt's noch was, aber dann habe ich es halt übersehen. Man kann nicht alles finden. Jetzt gucke ich mich hier nochmal bei den Steinchen hier um. Vielleicht gibt's hier noch was. Auf jeden Fall muss ich jetzt mal ein bisschen den Boden hier beachten, weil ich glaube, ich habe sowieso schon einen Ticken einfacher. Weil früher, als Kosanest rausgekommen ist, gab es ja, wie gesagt, glaube ich, den Renderer noch nicht. Und es kann ganz gut sein, dass man dann früher auch noch nicht unter Wasser hat gucken können, weil ich glaube, im Standard-Gothic hat man nicht durch die Wasseroberfläche durchgucken können. Da bin ich mir jetzt aber nicht so sicher, das ist jetzt ehrlich gesagt nur geraten. Was ist denn das? Ist das hier vielleicht irgendwas Spezielles? Kann ich da hoch? Ja, da kann ich hoch. Kann ich da auch hoch? Da kann ich auch hochklettern. Da wird es wahrscheinlich nichts geben, aber wer weiß. Ich will mich halt mal umgucken. Hallo Trank, hallo Degen, hallo Knochen eines Lederbeutel, Spruchrolle, jawoll. Es lohnt sich, sich umzugucken, Leute. Okay. Das ist das, was mich an Gothic 2 persönlich ein bisschen gestört hat. Es gab viel zu wenig Sachen, wo es was zu entdecken gab. Also es gab natürlich schon ein paar Sachen, die versteckt waren, aber das hat mir nicht gereicht. 5 Geschicklichkeit nur zu wenig. Ich werde sofort geschickt lernen. Sobald ich irgendwo einen Trainer sehe, werde ich sofort geschickt lernen. 100 Gold, jawoll. Da kommt auch Kohle rein. Und ein Bogen auch. Den kann ich sogar tragen. Okay. Wir machen Fortschritte. Ich denke mal, das war alles, was es hier zu holen gibt. Hoffe ich mal. Fallen ist in Gothic extrem gefährlich. Weil Fallschaden, da reichen 2 Meter, aus denen man fällt und man ist sofort tot. Seht ihr noch irgendwas unter Wasser? Ich sehe nämlich nichts. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das war jetzt alles, was es hier gibt. Okay, bevor ich auf diese Nachbarinsel gehe, werde ich ehrlich gesagt versuchen, noch einen Lehrer für Geschicklichkeit zu finden. Wobei ich fast glaube... Moment mal, wo ist denn Lehrer auf der Kosaneninsel? Sam kennt sich mit Alchemie aus, doch er will mir nichts beibringen. Pech gehabt. Finde ich gut. Es wäre halt schön, wenn ich einen Lehrer für Geschicklichkeit finden würde. Weil der Degen wäre ein richtig cooles Upgrade. Der ist um einiges länger als mein Kurzschwert. Der Miliz, der macht auch mehr Schaden und ich kriege einen Einhand-Talent-Bonus. Aber ich glaube nicht, dass mir das irgendwer beibringen kann. Momentan habe ich, glaube ich, noch gar keinen einzigen Lehrer gefunden. Habe ich nicht schon mit den meisten geredet? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe mit den meisten schon geredet.
Ich glaube, ich gehe nochmal zurück ins Lager und rede nochmal kurz mit allen. Vielleicht habe ich ja doch aus Versehen irgendjemanden übersehen, mit dem ich noch hätte reden können, weil es wäre cool, einen Lehrer für Geschicklichkeit zu finden. Ich würde diesen, den Dolch, nicht den Dolch, sondern den Degen richtig gern anlegen. Ich probiere das mal. Ich latsche nochmal durch das gesamte Lager durch und rede nochmal mit allen Leuten und guck mal, ob ich noch irgendeinen Lehrer finden kann. Aber das werde ich mal ein bisschen hier beschleunigen, weil das haben wir alles schon mal gesehen. Ich konnte keinen Lehrer finden, das ist aber kein Problem. Meine Neugierde killt mich. Ich muss auf dieses Schiff jetzt drauf. Die Leiter ist anscheinend tatsächlich da. Das Problem ist nur, wenn da irgendwelche Korsaren drauf sind, die werden mir wahrscheinlich sofort in den Arsch treten, wenn die mich da oben sehen. Aber ich habe abgespeichert, das heißt, wenn ich sterbe, kein Problem. Ich will mich da oben jetzt mal umgucken. Wie gesagt, einen Lehrer habe ich nicht gefunden. Das kann aber sein, die Leute mögen mich halt alle noch nicht. Also mich wundert es jetzt nicht unbedingt. Oh verdammt, hier sind tatsächlich welche. Also mich wundert es überhaupt nicht, dass mir hier keiner was beibringen will. Vielleicht ist es wie das Schiff in Gothic 2. Dass sobald die mich sehen, dass die mir dann sofort in den Arsch treten. Weil in Gothic 2 konnte man sich auf dem Schiff umgucken, solange man den Wachen nicht zu nahe gekommen ist. Dasselbe werde ich jetzt hier auch probieren. Blablabla. Panther und Löwen. Keine Ahnung, sag du es mir. Das ist neu. Jagd und Beute. Das ist ein Eintrag, den kenne ich aus Gothic 2 auch. Schritt näher, unweigerlich getötet. Ja, Feuerwarane kenne ich, aber Panther und Löwen kenne ich nicht. Panther ist ein Einzelgänger, gerne in Bergen und Oasen und nachts umher. Löwe hingegen ist im Rudel. Das stärkste Tier, von dem sich keiner fürchtet. Die Wellenfälle sind sehr begehrt. Kunst, deren richtig zu nehmen. Okay. Natürlich, ich muss erst lernen, Fälle zu ziehen, bevor ich das benutzen kann. Die Frage ist, soll ich das wirklich? Ich speichere das jetzt mal ab. Okay, ja, das dachte ich mir. Oh, Wacholder, hallo. Du hast nichts dagegen, dass ich hier bin, oder? Ich rede jetzt auch lieber mal nicht mit dem. Genau das habe ich auch gesagt. Wie gesagt, ich rede jetzt mal lieber nicht mit den Leuten, weil hier unten gab es in Gothic 2 einen richtig geilen Drang zu finden. Oh, Dob und Loose Hammer und der doppelte Hammer. Na, wer kennt das nicht aus Jakender? Und ein Wolfsmesser, das ist aber relativ kurz, das werde ich nicht anlegen. Falls ihr Hammer und Loose Hammer nicht kennt, das ist in Jakender in der Addon-Welt von Gothic 2, war das ein kleines Quest in der Kneipe von Schiffsratte. Die sind wahrscheinlich ein bisschen härter. Oh ja, die sind härter. Okay, keine packe ich, kein Problem. Ein Quest in der Kneipe vom Banditenlager in Jakender. Da braucht man dieses Loose Hammer und da muss man halt dieses Zeug da herstellen. Nachdem man das Rezept gefunden hat, versteht sich. Okay, wir haben Schiffratten umgehauen, die scheinen aber alle kein Fleisch zu droppen. Was in Ordnung ist. Ich habe genug Kokosnüsse gefunden. Habe ich hier unten was übersehen? Hoffentlich nicht. Ich drehe noch mal eine kurze Runde. Weil wer weiß. Ich hoffe nur, dass mich hier die Korsaren nicht angreifen. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich hier drauf sein darf. Das kommt aber vielleicht auch nur daher, weil ich es halt aus Gothic 2 gewöhnt bin, dass die Schiffswachen einem sofort den Schädel spalten, wenn die merken, dass man auf diesem Schiff drauf ist. Okay, was habe ich denn jetzt eigentlich alles gefunden? Weißer Rum, Loose Hammer Wirkung, Fragezeichen, Fragezeichen. Weiß ich das noch aus Gothic 2? Macht der einen nicht schneller? Kann man da nicht sprinten? Ich weiß es nicht. Ich trinke lieber mal noch nicht. Doppelter Hammer macht den härtesten Trinker müde. Oh, ich weiß, was ich damit machen muss. Ich muss dem, wie hieß er, ich glaube mit B ging's los, der Typ, der Gomez seine Rüstung trägt. Ich weiß, es ist nicht Gomez. Ihr greift mich nicht an, oder? Ich weiß, es ist nicht Gomez seine Rüstung, aber das ist, es sieht zumindest so ein bisschen danach aus. Ich glaube, dem muss ich das geben. Mit euch kann ich nicht reden, oder? Ihr greift mich aber nicht an. Nee, die versuchen wahrscheinlich, habe ich eine Ratte übersehen? Weil die scheinen, als wollen die irgendein Viech umbringen. Aber hier unten habe ich alles getötet, glaube ich. Okay, keine Ahnung, was hier los ist. Egal, ist jetzt auch momentan nicht so wichtig. Ich will mich mal... Würdest du mich ansprechen, wenn ich... Ich gehe lieber nicht so nah an ihn ran. Aber die haben alle ihre... Seht ihr das? Die haben alle ihre Waffen in der Hand. Ich glaube, die wollen... Oh, hallo Einauge. Hallo Einauge. Hallo Einauge. Hey, soll das etwa jetzt eine Anspielung sein, dass ich nur ein Auge habe, oder was? Ich dachte, du heißt so. Nein, wieso? Alle aus der Crew nennen dich doch ein Auge. Und daher dachte genau. Richtig, Kleiner.
Alle aus der Crew nennen mich so. Aber du gehörst nicht zur Crew. Verhaust du mich jetzt? Also hast du mich gefälligst nicht so zu nennen. Wie soll ich dich dann nennen? Wenn du mich noch einmal so blöd anquatschen solltest, dann gibt's gehörig was aufs Maul. Entschuldigung. Ist das klar? Ja, sorry. Klar. Gut. Und jetzt verzieh dich. Mach ich. Okay, so wie es aussieht, haben die Leute nichts dagegen, dass ich mich hier ein bisschen umgucke. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil hier gibt's mit Sicherheit ein paar Sachen zu holen. Vielleicht hier drin rum. Hier ist auch niemand, der das alles beschützt, glaube ich. Das heißt, ich kann das ganze Zeug einfach einpacken. Was haben wir hier noch? Oh, Pech. Pech. Ja, vielleicht sollte ich Pech nicht aufsammeln, weil Pech könnte mir eventuell Pech bringen. Ha! War das ein guter Witz. Entschuldigung. Truhe? Ja, das dachte ich mir. Verstehe ich nicht. Ich habe halt immer noch keine Lehre gefunden. Das heißt, keine Ahnung, ob mir hier irgendwer irgendwas beibringen kann. Die Frage ist noch, was machen denn die NPCs da hinten? Die wollen irgendein Viech verhauen. Aber die kriege ich schon wieder dazu, sich normal zu verhalten. Ich wollte mich nur mal da oben umgucken. Vielleicht ist da oben auch irgendwas. Geh mal aus dem Weg da, du blödes Seil. Vielleicht ist es eine Anspielung auch auf Gothic 2, weil da konnte man ja auch über das Stück Holz rüberspringen aufs Schiff. Aber ich glaube, hier ist nichts. Nee, ich gehe lieber mal wieder runter, sonst falle ich hier runter und sterbe gleich. Okay, mal gucken. Ich glaube aber, dass ich die NPCs wieder richtig hinbiegen kann. Die laufen wahrscheinlich immer noch rum und versuchen, das Viech da zu töten. Nee, ich glaube, die haben sich schon wieder beruhigt. Genau, weil die haben, glaube ich, so einen Radius, wenn man weit genug von denen weggeht und dann schläft oder so und dann wieder zurückkommt, dann kriegen die sich alle wieder ein, die ganzen NPCs. Ja, jetzt sieht alles wieder gut aus. Okay, dann rede ich mal mit Hawkins und mit Tucker. Hallo, Hawkins. Hallo, Hawkins. Ist dein Vorname Steven? Ach, hör auf, Jones. Die Mannschaft ist am Meckern, da es heute wieder nur Fischsuppe gibt. Naja. Ist auf die Dauer auch ziemlich eintönig. Mm. So ist es. Und darum werde ich mal was anderes probieren. Sag an. Und was? Schildkrötensuppe. Was ist? Könntest du mir nicht 5 von den Viechern bringen? Lebend? Ich habe hier auf unserer Insel noch keine gesehen. Soviel ich aber weiß, müsste es die auf einer unserer Nachbarinseln geben. Okay. Na gut. Und was bekomme ich dafür? Gold. Nun, Gold kann ich dir nicht geben. Verdammt. Aber du könntest von mir etwas zu essen bekommen. Okay. Ja, in Ordnung, das passt schon. In Ordnung. Schön, aber beeil dich, klar? Ja, vielleicht sollte ich nicht jeden auf mir rumtrampeln lassen, aber was soll's. Ob ich jetzt Gold oder Essen kriege, ist mir jetzt ehrlich gesagt wurscht. Hi. Mach ich bloß keinen Mist, du Penner, klar? Ich liebe diese Dialoge, ganz ehrlich. Ich könnte mir das den ganzen Tag anhören. Warte mal. Hi, Harry. Hallo, Harry. Das heißt für dich, hallo, Steuermann, Jones. Merk dir das gefälligst. Okay, Entschuldigung. Ist ja schon gut. Ich werde es mir merken. Hoffentlich, Mann. Was willst du überhaupt hier? Klauen. Auf der Windsbraut hat keiner von euch Sträflingen was zu suchen. Ich glaube ja warum nicht, Sträfling? Das alles ist. Ich denke, wir gehören zur Crew. Sträfling? Wer zur Crew gehört, entscheidet allein der Captain, klar? Okay. Und Mendoza hat mit keiner Silbe gesagt, dass du und deine Freunde dazugehören, Kleiner. Okay. Also verzieh dich, du störst. Ja, ich werde mich verziehen, nachdem ich hier alles, was nicht nied- und nagelfest ist, mitgenommen habe. Versteht sich natürlich. Okay, was haben wir hier noch so? Oh, Essen. Yum, yum, yum. Ich hätte hier einfach klauen können. Ich hätte das Zeug gar nicht kaufen müssen. Ja, sowas findet man halt immer erst im Nachhinein heraus. Oh, da ist auch eine Nachricht. Rezept für eine Fischsuppe. Dasselbe, das hat mich gerade daran erinnert, in Gothic 2 am Anfang bittet euch ja die Bäuerin auf der Farm ihr eine Pfanne zu besorgen. Die Pfanne hätte man nämlich auch einfach holen können bei dieser Mollerrad oder Mollerrad Höhle, die direkt nebendran ist. Das habe ich am Anfang auch nie gewusst. Oder Wolfsfälle für Bossbar in der Stadt, da hätte man einfach durch die Welt laufen können und hätte die sammeln können. Anstatt es zu lernen, die Fälle zu ziehen. Da hätte man sich auch LP sparen können. Das sind halt alles so Sachen, die findet man erst im Nachhinein raus. Aber das gehört halt dazu. Okay, gibt's hier noch irgendwas? Nö. Glaube ich zumindest nicht. Okay, was haben wir hier drin? Die sind wahrscheinlich alle abgeschlossen. Vom Schlösserknacken verstehe ich. Und. Vom Schlösserknacken verstehe ich. Und. Ja. Vom Schlösserknacken verstehe ich. Und. Ja. So, ich penne mich erstmal wieder auf volle HP. Raus aus meinem Entschuldigung. Wie gesagt, volle HP und ich will auch, dass die Nacht ein bisschen rausgezögert wird. Weil ich will mich ehrlich gesagt in der Welt, in der ich mich nicht auskenne, will ich mich nicht in der Nacht umgucken. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Okay, gibt's hier sonst noch irgendwas? Ich glaube, ich habe hier schon relativ gut geklaut. Also, ich bin zufrieden mit meiner momentanen Ausbeute. Gibt's hier noch irgendwas? Nö.
Kann ich irgendwie aufs Krähennest hoch? Wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube nicht. Man muss es auch mal nicht übertreiben. Wunderbar, es ist Sonnenaufgang. Vielleicht gibt es im Wasser irgendwo... wobei, ich kann mir nicht vorstellen, dass mitten im Wasser irgendwo noch ein Goldbeutel liegt. Aber man weiß es nicht. Vielleicht liegt unter dem Schiff was. Das kann eventuell sein. Jedenfalls haben wir jetzt was richtig Hartes zum Saufen. Das können wir... Ist der da unten? Nee, der ist, glaube ich, auf der anderen Seite der Insel. Das können wir auf jeden Fall gleich dem Typen geben, der das haben wollte. Und... Platsch. So, seht ihr irgendwas? Also unter Wasser, aber ich sehe nichts mehr. Also ich gehe mal stark davon aus, dass da jetzt erstmal nichts liegt. Es würde auch, wie gesagt, ehrlich gesagt nicht so viel Sinn machen, weil wer würde einen Lederbeutel finden, der mitten irgendwo im Wasser liegt? Vor allem auch noch ohne den Renderer, wenn man nicht durch den Wasserboden hier, also durch die Wasseroberfläche durchgucken kann. Aber wie gesagt, ich gucke mich überall um. So, was haben wir jetzt zu tun? Ich muss jetzt einmal zu dem Typen gehen, der das starke Zeug zum Saufen haben will. Das ist die Alligatoreninsel. Ja, da sollte ich vielleicht erstmal nicht landen. Und ich weiß auch noch gar nicht, ob es Alligatoren sind. Vielleicht sind es irgendwelche anderen Viecher. Aber ich glaube, das sind Alligatoren. Okay, wir müssen jetzt auf die Nachbarinsel. Dann haben wir das starke Zeug zum Saufen für den Typ mit Gomez seiner Rüstung. Ich bezeichne es einfach als Gomez seine Rüstung. Und was haben wir noch? Lasst mich mal... Ich kann nicht ins Inventar gucken, während ich schwimme. Wisst ihr, was ich mache? Ich schwimme mal kurz an der Seite da vorbei und gebe dem Typen mal das Zeug zum Saufen. Mal gucken, was der für uns hat. Und irgendwo hier müsste der sein, oder? Ich glaube, die Waffe, die der getragen hat, das ist ein Piratensäbel, kann das sein? Gonzales, nee, das war nicht der Typ. Oh, der schläft wahrscheinlich da drinnen in der Hütte, oder? Ja, der Bird hieß er. Ich wusste irgendwas mit B. Verdammt. Was willst du? Das werde ich dir gleich sagen. Ich kann aber nicht mit ihm reden. Oh, ich habe den Falschen angeklickt. Na, Bird? Abort. Hast du was zum Rauchen? Sumpfkraut? Hör mir bloß mit diesem Zeug auf. Ich brauche was Härteres. Wie? Noch was Härteres? Hör mal. Ich hab was. Was? Du machst es kaputt, wenn du so weitermachst. Nein? Geht dich nichts an, klar? Außerdem habe ich die Sache im Griff. Okay. Das hat schon mancher geglaubt. Und? Tot. Hey, bist du meine Mutter oder was? Hör bloß auf mit dem Gelaber. Aber Entschuldigung. Ich wollte dir doch nur... Helfen? Vergiss es. Besorg mir lieber was zum Rauchen. Ach, der will rauchen. Aber bloß kein Sumpfkraut, klar? Ach so, der will was zum Rauchen. Nein, ich will nicht dran schuld sein, dass du dich dran kaputt machst. Was interessiert mich das, ob der sich... Wenn er sich an dem Zeug kaputt macht, wenn er was raucht und sofort stirbt, dann kann ich mir seine Rüstung klauen, kann ich mir seine Waffe klauen. Also, ich besorg dir was. Okay, ich besorg dir das Zeug. Gut, aber beeil dich. Ich brauche es. Aber komm jetzt bloß nicht mit nur einem Stängel. Drei sollten es mindestens sein. Okay, irgendwas will er rauchen. Ach so, er will was Härteres zum Rauchen. Ich dachte, der will einfach nur härteren Stoff und ich kann ihm das Zeug zum Saufen bringen. Okay, habe ich mich wohl geirrt. Hey du. Mit euch habe ich schon allen geredet, oder? Bevor ich das sage, speichere ich mal ab, weil vielleicht greift er mich an, wenn ich das sage. Du scheinst mich nicht für voll zu nehmen. Warum sollte ich das auch, Jones? Kannst du mir das verraten? Und wenn ich dir beweise, dass ich ein ganzer Kerl bin? Oh, ein Quest. Wird schwierig werden für dich, mich zu überzeugen, Jones. Okay. Na komm schon, egal was es ist. Ich bin bereit, es dir zu beweisen. Ja, sag an. So? Das klingt ja ganz nach einer Wette, was du mir da vorschlägst. Richtig. Von mir aus auch das. Gut, dann spitz mal die Öhrchen. Ja. Ich wette mit dir, dass es dir niemals gelingen wird, mich unter den Tisch zu trinken. Wie viele Versuche habe ich? Na... Ich will großzügig mit dir sein. Hm. Immerhin ist noch keinem von der Kuh gelungen, es mit dem alten Humphrey aufzunehmen. Du könntest daher so lange versuchen, bis du von ganz alleine aufgibst. Klingt gut, nicht? Und wann habe ich die Wette verloren? Ganz einfach. Wenn du es aufgeben solltest, weiter gegen mich anzutreten, zahlst du mir 100 Goldstücke 100. Und beende den Wettstreit. Und was ist, wenn ich gewinne? Nun, wenn dieser sehr unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, zahle ich die 100 Goldstücke. Klingt fair. Das klingt nicht nur fair, sondern das ist auch fair. Also was sagst du, nimmst du die Wette an? Das erinnert mich natürlich sehr stark an Gothic 2. Die Saufwette in der Taverne zur toten Harpie. Ich denke mal, wenn ich jetzt einfach gegen ihn sauf, werde ich verlieren. Ich muss wahrscheinlich auch hier irgendwie cheaten, sozusagen. Indem ich Wasser gegen Wacholder austausche oder sowas. Aber, komm, du hast 100 Gold. Ab, Kummersaufen. In Ordnung. Ich nehme die Wette an. Gut, immerhin knallst du nicht.
Hätte ich jetzt nicht von dir erwartet. Tja, kannst mal sehen. Ich hab dir aber bei Highfish Joe auch genügend rum. 6 Flaschen sollten schon sein. Mach ich. Wenn du das Zeug hast, kann es von mir aus dann sofort losgehen. Okay. Ich hab das Zeug doch schon, oder? Ich hab auf dem Schiff so viel rumgelootet. Nee, das ist weißer Rum. Echter Seemannsgrog, doppelter Hammer. Ist Rum gleichzeitig weißer Rum? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das Spiel Rum und weißen Rum als dasselbe ansieht. Wisst ihr was? Speichern und ausprobieren. Hab ich genug Rum? Ich bin bereit, Humphrey. Ich bin bereit, Humphrey. Let's auf den Beginn. Du traust dich also wirklich, Jones? Na dann los. Okay, schaffe ich das? Ich werde wahrscheinlich verlieren, oder? Respekt, du hast einen ganz schönen Zug. Oh ja. Wie du siehst, denken wir weiter. Ich werde verlieren, oder? Gott, so auf die viel. Und? Kannst du noch? Klar, weiter. Komm schon, du musst es saufen gewinnen, bitte, Jones. Ja, das war aber nicht. Oh shit. Immerhin hast du es versucht. Oh shit. Tja, das war dann wohl nix. Sieht so aus, als wäre ich um 100 Gold. Wo sind. Ist mein Rum noch da? Mein Rum ist wahrscheinlich auch weg. Oh Mist. Ja, das hätte ich mir denken können. Dass das nix wird. Aber hey, man weiß es nicht. Ich muss hier wahrscheinlich irgendwie bescheißen. Aber wie denn? Ich hätte ja diesen Doppel. Hoffentlich stehe ich auch irgendwann mal wieder auf. Okay. Ich muss wahrscheinlich. Ich dachte mir, vielleicht kann ich irgendwie den Hammer benutzen. Hier den Loose Hammer und den doppelten Hammer. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich 100 Gold bezahlen, oder? Ach, wisst ihr was? Ich sauf das Zeug jetzt. Ich will wissen, was das ist. Mana plus 1. Okay, und was ist doppelter Hammer? Mach den. Nee, das sauf ich mal nicht. Warte mal. Tja, ich hab verloren. Du bist einfach so gut für mich, Humphrey. Ich gebe auf. Ja. Na, immerhin kannst du eine Niederlage einstecken, Jones. Das kann nicht Ich hab's jeder. Probiert. Hier hast du deine 100 Goldstücke. Oh, jetzt habe ich 100 Gold verloren und 6 rum. Hi. Verschwinde, du störst mal. Okay, sorry. Tja. Aber wie hätte ich das anders machen sollen? Ja, es gab wahrscheinlich... Es gab mit Sicherheit irgendwas, was ich hier hätte machen können. Aber ich hab's nicht... Hey, ich hab's nicht gemacht. Was soll's? 100 Gold weg, was soll's? Und mein Rum ist auch weg. Irgendwie scheinst du ein... Moment, habe ich mit dir schon geredet? Irgendwie scheinst du ein Problem zu haben. Hey, was du sagst, Jones? Sonst hast du nämlich ein Problem und zwar mit mir. Sorry. Halt, warte. So war das doch gar nicht gemeint. Ich hatte nur den Eindruck, dass du dich irgendwie schlecht fühlst. Mehr nicht. Genau. Na schön, hast noch mal Glück gehabt. Sorry. Und du hast recht. Im Moment fühle ich mich nicht so besonders. Liegt wohl an dem... Geh doch schwimmen. Habe wohl so viel davon getrunken. Passiert. Ausgerechnet hier. Wieso? Was meinst du mit ausgerechnet jetzt? Erzähl. Na, weil mich doch der Captain beauftragt hat, für die Crew auf die Jagd zu gehen. Ich soll's übernehmen. Entweder auf der Mole Rat oder auf der Scavenger. Ah, Mole Rat und Scavenger. Ich sollte dort ein paar saftige Fleischkeulen besorgen, aber so... Kann ich machen. Aber Moment mal. Du könntest doch das Fleisch für mich Natürlich. Holen. Ich? Ja, du. Also bring mir 8 Fleischkeulen, am besten sofort, klar? Ja, mach ich. In Ordnung. Ich besorge dir das Frühstück. Fleisch. Du, ich sehe, du bist in Ordnung. Aber beeile dich. Mach ich. Der Alte reißt mir sonst den Kopf ab. Oh Mann. Das mit der Saufwette. Ich meine, natürlich, ich könnte einfach neu laden. Ich könnte neu laden und könnte versuchen, hier irgendwas zu machen. Aber das mache ich nicht. Ich meine, es passiert. Saufwette, ich habe es probiert und ich habe verloren. So, passiert halt. Okay, jetzt haben wir jede Menge zu tun, kann das sein? Fleisch für die Crew, starker Raucher, Schildkröten für den Koch und verlorener Ring. Ich denke mal, mein nächster Weg führt mich wirklich zu einem der Inseln. Nichtsdestotrotz würde ich immer noch ganz gerne einen Lehrer sehen, der mir Geschicklichkeit beibringen kann. Nachdem ich jetzt ein paar neue Dialoge mit den Jungs hier unten hatte, gehe ich jetzt mal hoch und probiere noch ein letztes Mal, ob ich noch einen Geschicklichkeitslehrer finde. Zum Beispiel kann ich jetzt Sam fragen, ob er Kraut verkauft. Verkaufst du Kraut? Kraut? Nee, geht zur Highfish Joe. Versuch was wert. Er hat aber nur Sumpfkraut. Und Burt braucht was Härteres. Am besten davon gleich 3 Stängel. Komm, du hast was. Härteres? Nun, vielleicht kommen wir ins Geschäft. Sag an. Ich habe hier noch irgendwo das Rezept vom grünen Novizen. Okay, das klingt besser. Grüne Novize? Ist das Zeug auch hart genug? Hart genug. Nun, verbirgt wird es reichen. Ja. Es gibt da nur ein kleines Problem. Erzähl. Was? Ich brauche hierfür noch etwas Sumpfkraut und Feldknödel. Sumpfkraut habe ich. Kannst du mir das Zeug beschaffen? Nun, ich... Ja, kann ich.
sollst es auch nicht umsonst machen. Ich gebe dir auch 50 Goldstücke dafür. Na, was sagst du? Sag ich, mach ich. Verstanden. Wo finde ich das Zeug? Das Sumpfkraut findest du draußen in meinem Beet. Genau, ja. Sind noch 6 Pflanzen da. Die werden genügen, um 3 Stängel davon zu machen. Hab ich schon. Und den Feldknöterich? Genau. Den gibt es, so viel ich weiß, nur auf der Nachbarinsel. Dachte ich. Erst vorüber schwimmen müssen. Von dem bringst du mir dann 3 Pflanzen. Ja, das dachte ich mir. Na schön. Wenn es unbedingt sein muss, werde ich auch das machen. Gut, Jones. Pass aber auf die Alligatoren auf. Ja, ja. Die lieben Tierchen haben immer Appetit. Ja, denke ich mir. Okay, hier liegt doch noch irgendwas, oder? Da liegt ein Monsterschrumpfen, kann das sein? Oder ist es Licht? Es ist irgendeine Spruchrolle. Ich glaube, das hat die Textur von Monsterschrumpfen. Mein Gott, würde ich das gern mitnehmen. Mit Mendoza rede ich lieber erstmal noch nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich zu oft mit dem rede, haut er mir vielleicht den Schädel ein. Das mag ich nicht. Hey, du. Ich rede jetzt, wie gesagt, nochmal mit den restlichen Leuten, weil vielleicht finde ich wirklich irgendwo noch einen... Kannst du mir etwas verkaufen? Einen Lehrer für Geschicklichkeit. Sieh dir an, was ich habe. Und ich weiß auch, dass ich mir den Feldknöterich einfach kaufen könnte. Der hat zum Beispiel Feldknöterich, aber der ist ja unglaublich teuer. Elixier? Nein, der bringt nur 3 Geschicklichkeit. Ich habe keine Ahnung, wo ich den Trank jetzt gelootet habe, aber der bringt nur 3 Geschicklichkeit. Verdammt, ich will diesen blöden Degen tragen. Mist. Dann fehlt mir nur noch 2 Geschicklichkeit. Okay, ein letztes Mal rede ich jetzt noch kurz mit den Jungs, die hier rumlaufen, und dann wird's wohl endlich Zeit, auf die Nachbarinseln zu schwimmen. Naja, ich konnte keinen Geschicklichkeitslehrer finden. Vielleicht habe ich ihn einfach übersehen oder vielleicht ergibt sich die Möglichkeit erst später. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich müsste ich einfach mit ein paar Leuten reden und würde dann einen finden. Aber ich konnte momentan keinen finden. Die Sache ist natürlich, sollte ich jetzt wirklich auf so eine Nachbarinsel gehen? Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich das mit meinem gammeligen Schwert machen sollte. Aber ich habe jetzt schon ein paar Mal mit einigen Leuten gesprochen, aber wie gesagt, für den Moment kann ich keinen Geschicklichkeitslehrer finden. Also laufe ich erstmal mit meinem Kurzschwert darüber. Ich denke also, dass wir in der nächsten Folge auf entweder die Insel da hinten und das war's auch, glaube ich, schon. Ja, da ist halt noch die kleine Insel von den, mit den Alligatoren drauf, aber auf eine der beiden Inseln werden wir jetzt dann wohl langsam gehen müssen. Aber das war's für den Moment mal. Ich habe jetzt erstmal gepennt, dass es wieder Tag ist, das heißt, in der nächsten Folge springe ich direkt runter ins Wasser und dann geht's los zu den Inseln, dann gucken wir uns da mal um. Wobei das interessant werden könnte. Ich habe noch keine Rüstung. Habe ich genug Geld eigentlich? Selbst wenn ich einiges an dem Zeug hier verkaufe, habe ich wahrscheinlich immer noch nicht genug Geld, um mir eine ordentliche Rüstung zu kaufen, schätze ich mal. Also werde ich wohl nackt und mit meinem Schwert darüber schwimmen müssen. Aber kein Problem, kriegen wir schon hin. Wenn irgendwas zu Heftiges da ist, laufe ich einfach dran vorbei. Wir sehen, wie es in der nächsten Folge läuft. Hoffentlich ganz gut. Und dann können wir vielleicht ein paar Quests erledigen und mal ein bisschen stärker werden. Mal gucken, wie es läuft. Sehen wir in der nächsten Folge und bis dahin. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.